19 Uhr. Ich denke, wir fangen an. Lasst uns durchstarten. Herzlich willkommen auch heute wieder am Donnerstagabend zu einem Live-Webinar hier bei tradingforfreedom.com. Ich habe coole Sachen und interessante Sachen für euch vorbereitet. Vorneweg mal die Frage an euch. Es geht ja heute um die harmonischen Chartmuster. Wer kennt sich da schon ein bisschen aus und wer ist da eher Anfänger, was die harmonischen Chartmuster angeht? Also vielleicht eins für Anfänger und zwei für etwas Fortgeschrittene schon vielleicht eintippen, dann weiß ich so ein bisschen Bescheid, wie euer Kenntnisstand ist. Okay. Eva, Frank, wie sieht es bei euch aus? Oder Günther? Aber ich denke mal, für die meisten, ja, dürfte das Thema noch ein bisschen neu sein. Deswegen auch eine Einführung heute für all diejenigen, ja, die sich damit noch nicht so auskennen, versuche ich das auch ganz transparent und nachvollziehbar und einfach euch dahin zu führen an das Thema. Gut, klar, vorneweg möchte ich mich auch wieder bedanken an all diejenigen, die die letzten Webinare so regelmäßig und treu mit dabei waren. Ich denke, vom Feedback her zu urteilen und auch von dem her zu urteilen, dass ihr regelmäßig mit dabei seid, denke ich, kommt eine Menge Mehrwert mit rüber, was mich freut. Wir machen die Webinare unheimlich viel Spaß und finde es einfach ja, super, wenn wir uns da hier regelmäßig am Donnerstagabend zusammenfinden. Ja, genau, gut. Ja, heute im Live-Webinar lernst du, wie du mit Hilfe von harmonischen Mustern Umkehrzonen im Markt richtig identifizierst und von der dort aus gehenden Bewegung profitierst. Weil das ist so eine zentrale Frage, wenn wir am Markt aktiv werden wollen, ob jetzt als ja, mittelfristiger, langfristiger Anleger oder auch kurzfristiger Anleger, als Trader sozusagen, wo steigen wir ein? Wann steigen wir ein? Wann ist der richtige Zeitpunkt und wo ist der richtige richtige Preislevel, um einzusteigen? Und das sind ja Fragen, die nicht einfach zu beantworten sind. Ja, Wolfgang, ich hab auf Aufnahme gedrückt. Dankeschön für die Erinnerung. Ich habe das letzte Mal leider vergessen, das Webinar aufzuzeichnen. Von dem her ist es immer gut, wenn jemand mitdenkt. Klasse, danke. Genau, also die Herausforderung ist, wann gibt es denn tolle Trading-Gelegenheiten? Wann kann ich aktiv im Markt sein? Und das natürlich womöglich bestmöglich mit einem Gewinnvorteil. Das geht es letzten Endes heute. Gut, Fragen sehr, sehr gerne. Ich versuche langsam schrittweise voranzugehen. Wenn es Fragen gibt, sofort reinschreiben. Ich versuche das Ganze wie auch immer die letzten Webinare interaktiv zu gestalten, auf die Fragen auch direkt einzugehen, um Antworten zu liefern. Und wenn es nicht themenrelevante Fragen sein sollten, generell zum Thema Trading, dann einfach am besten mir eine E-Mail schicken an andreas@tradingforfreedom.com. Ich schreibe es mal kurz hier unten noch rein in den Chat. So, schauen wir uns kurz, ob es richtig ist. Und ich denke, ja, genau. Alright. Agenda für heute. Übersichtlich, aber klar gegliedert, wie ich finde. Zunächst schauen wir uns an, warum macht es Sinn, harmonische Chartmuster zu traden. Dann im nächsten Schritt schauen wir uns an, was sind eigentlich harmonische Chartmuster, wie sind die aufgebaut, aus was bestehen die, wie werden sie konstruiert. Und dann springen wir auch wieder rein in die Charts, weil nichts ist besser als die Praxis an sich. Und wir schauen uns in den Charts an, wie man von diesen harmonischen Chartmustern profitieren kann, wie man sie traden kann. Gut, zunächst mal zu dem Warum. Also sprich, was sind die Vorteile harmonischer Chartmuster?
Ich habe das in den Webinaren schon davor mal angesprochen gehabt. Das Gute und sehr Vorteilhafte ist, dass sie in allen Märkten und in allen Zeiteinheiten vorkommen und dementsprechend kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig handelbar sind. Also egal, ob ich jetzt den DAX handle, kurzfristig womöglich oder langfristig, egal, ob ich Aktienpositionen habe, auch mittelfristiger Natur oder langfristiger Natur, ich kann mit harmonischen Chartmustern eben Einstiege definieren oder identifizieren, wo ich mit einem Gewinnvorteil in den Markt einsteigen kann. Das heißt, ich kann abwarten, auch wenn ich jetzt Gold zum Beispiel handeln möchte und mir überlegt, naja, ich möchte mein Portfolio ein bisschen diversifizieren. Wann ist ein, und wo ist ein guter Zeitpunkt und Preis, um Gold zu kaufen? Und da dienen mir halt die harmonischen Muster als ganz klare Methode, um dort ja, ganz klare und präzise Einstiegssignale zu finden. Und wie gesagt, das ist egal, ob ich jetzt Öl handel, ob ich Gold handel, ob ich Aktien handel oder eben Devisen handel. Hallo Christian, grüß dich. Und da sind wir schon beim nächsten Vorteil. Die harmonischen Chartmuster sind klar und präzise definiert. Das heißt, sie sind exakt messbar mit Messtools und Messwerkzeugen im Chart, die ich nachher auch vorstellen werde und näher darauf eingehen werde. Und da sie exakt messbar sind, sind sie auch von, nicht nur von mir, sondern auch von euch reproduzierbar. Das heißt, jeder kann diese, der die Grundlagen beherrscht, der die Fähigkeiten hat, kann diese Chartmuster im Markt identifizieren, indem er sie richtig herausmisst. Und wie wir wissen, ein gleichbleibender Prozess, um diese, egal was für eine Trading-Strategie auszuführen oder in dem Fall diese Chartmuster zu identifizieren, diese gleichbleibende Vorgehensweise ist einfach für mich aus Erfahrung raus die Grundlage für ein verlässliches Trading-Einkommen über die ja, verlässlichen Trading-Ergebnisse. Kurz einen Schluck trinken. So, gut. Das heißt, wie vorhin schon angesprochen, der Riesenvorteil auch von Chartmustern ist, nicht nur die Einstiege zu finden und gute Einstiege zu finden, sondern anhand dieser Muster können im Vorfeld, also bevor der Trade aktiviert wird, bevor ich in dem Markt aktiv werde, werden Ein- und Ausstiege ganz klar vorher definiert. Auf Basis von natürlich einem ganz klaren Regelwerk. Das heißt, dieses Regelwerk und diese Präzision nimmt sämtliche Emotionen aus dem Trading raus. Ja, ich muss nicht mehr überlegen, oh, wo soll ich meinen Stopp setzen? Ganz klar definiert. Ich muss nicht überlegen, soll ich jetzt da meine Gewinne mitnehmen oder soll ich hier meine Gewinne mitnehmen? Nee, ist vorher definiert. Da gibt es keine Unklarheiten und kein Raten und aus dem Bauch raus entscheiden. Genau. Ein weiterer Vorteil ist, mit den harmonischen Mustern kann ich eben diese möglichen Umkehrzonen möglichst präzise identifizieren. Und ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht, auch von einem, die Trading-Idee kam vom Cervantes, einem aus der Trading-Community. Und ich zeige das auch nachher nochmal in der Community. Der hat diese Trading-Idee da eingestellt und man sieht hier einfach ganz deutlich, ich nehme hier mal kurz einen Stift, ja, wie in dem Fall, dieses ganz präzise Einstiegslevel hier oben, ja, wo klar definiert ist, wo steige ich ein. Ich habe hier oben meine rote Linie, da ist mein ganz klarer Ausstieg im Verlustfall. Das heißt, ich habe ganz klar den Stop-Loss definiert und ich habe hier unten in den grünen, auf den grünen Linien hier und hier unten meine zwei Gewinnziele definiert. Und das vorneweg. Aber es geht gerade um diese Umkehrzonen wie hier oben, ja, wie die präzise bestimmt werden können durch die harmonischen Muster.
Die Amanda schreibt jetzt, sie sieht nichts. Könnt ihr die Folien sehen bzw. mich gut verstehen? Passt das alles? Ah, okay. Alles klar. Amanda, wenn du mich hören kannst, vielleicht einfach noch mal kurz. Vielleicht nur mal kurz ein- und ausloggen, wenn du was nicht sehen solltest oder nicht sehen kannst. Alle anderen haben keine Probleme. Okay. Paul, grüß dich. Hi. Schönen guten Abend. Gut. Umkehrzonen soweit. Also das ist auch ein ganz klarer Vorteil. Ich wiederhole es gerade nochmal für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Dass ich anhand mit diesen harmonischen Mustern eben Umkehrzonen ganz präzise definieren kann. Genau. Gut, dadurch, und was das noch halt ist, diese harmonischen Muster, so wie sie konstruiert sind und mit diesen Ein- und Ausstiegen, ist, definiere ich vorneweg, dass ich ein Chance-Risiko-Verhältnis habe von Größe 1. Ja, ich gebe das auch immer an. In den Trading-Signalen, je nachdem, ob es jetzt ein Bad-Muster ist oder ob es jetzt ein Godly-Muster ist, auf die gehen wir nachher noch ein bisschen ein. Ich habe immer ein Chance-Risiko-Verhältnis von Größe 1 und meine Trefferquote, die weiß ich historisch bedingt, die liegt bei Größe 50%. Und aus diesen beiden Komponenten, für diejenigen, die letzten Webinare schon mit dabei waren, die wissen das, errechnet sich die Gewinnerwartung von einem Trading-System. Und gerade wenn ich Chance-Risiko Größe 1 habe, und Trefferquote Größe 50% habe, dann habe ich eine ganz klare positive Gewinnerwartung. Und das ist aus wirklich, was ich euch mitgeben möchte, aus meiner Erfahrung aus, essentiell. Egal, was ihr für eine Strategie handelt, macht es euch bewusst, macht euch klar, habt ihr eine positive Gewinnerwartung oder habt ihr keine? Jeder, der am Markt aktiv wird ohne positive Gewinnerwartung, die Aussicht auf verlässliches Einkommen oder verlässliche Trading-Gewinne, die ist nicht wirklich groß. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, 90%, vielleicht sogar ein bisschen drüber, der privaten Trader verlieren am Markt. Und aus meiner Erfahrung, auch mit der Zusammenarbeit im Mentoring und im Coaching, mit den Klienten, wie die anfangen, die haben halt, die traden schon eine Strategie und versuchen da auch gute Trades zu machen. Nur diese Gewissheit haben sie nicht, dass sie wirklich ein System haben, eine Trading-Strategie haben, die auch eine positive Gewinnerwartung hat, mit denen ich langfristig gesehen über 200, 400, 600 Trades, 1000 Trades erwarten kann, dass ich Gewinne erziele. Und das ist eben das A und O. Gut. Amanda, super, freut mich, dass es jetzt geht. Klasse. Dann, nachdem wir jetzt die Vorteile durch haben von harmonischen Chartmustern, schauen wir uns an, was sind denn eigentlich harmonische Chartmuster? Wie sind denn die aufgebaut? Und hier rechts mal ganz einfach, systematisch, modellhaft abgebildet ein Chartmuster, wie es ausschauen kann. Das Chartmuster ist definiert mit 5 Punkten. Einem X, einem A-Punkt, einem B-Punkt, einem C-Punkt und einem D-Punkt. Und typisch für diese Chartmuster sind M- oder W-Formationen. Ja, wenn ich jetzt hier mal mit einem Stift hier rein mal, kann man schon erkennen, es könnte ein M sein. Ja, und auf der Umkehrseite, wenn es jetzt ein negatives bzw. ein bearishes oder ein Short-Chart-Muster ist. Ich mache das mal mit einer anderen Farbe. So, jetzt da. Ja. Umgedreht sieht es dann halt wie ein W aus. Wenn man das jetzt dann noch so verbindet. Ja. Gut. Als nächsten Punkt, diese Chartmuster,
Und das ist ein riesen, riesen Benefit, wie vorhin auch festgehalten. Die können ganz präzise gemessen werden. Also all diese Punkte, B, C und D, die können anhand von Messwerkzeugen im Preischart ganz klipp und klar bestimmt werden. Und zwar nicht nur von mir, sondern von jedem. Und das macht das Ganze halt reproduzierbar für jeden, der die Fähigkeiten erlangt hat und weiß, wie man diese Chartmuster eben richtig misst und herausmisst und identifiziert. Gut, das heißt, wir halten fest, 5 Punkte, X, A, B, C, D, in M-Form oder in W-Form. Und diese Punkte, wie sie bestimmt werden, das schauen wir uns dann nachher im Chart nochmal genauer an. Das heißt, schauen wir uns die einzelnen ja, Verbindungen näher an. Also wir haben anfangs eine Impulsbewegung, die nennt sich auch XA. Das ist so ja, die wir im Chart als erstes identifizieren müssen. Und dann besteht das Muster noch aus einem ABCD-Muster. Ich habe das hier drüben mal gelb eingezeichnet, ja, einem sogenannten Pfeil oder Blitz oder ja, so ähnlich, um es zu erkennen. Also A, B, C, D. Und es besteht aus BC-Projektionen. Das ist jetzt nicht viel Aussage oder vielen wird es nichts sagen. Ist auch hier in dem Schema schwierig zu erklären. Ich werde es nachher im Chart mit den Messwerkzeugen erklären. Im Endeffekt, wenn BC-Projektionen, also von der Strecke BC, die Projektionen werden benutzt und verwendet, um den Punkt D zu identifizieren. Und des Weiteren spielen noch weitere mögliche Fibonacci Retracements, also Korrekturen, sowie Extensions, also Verlängerungen, eine Rolle, die den Punkt D bestätigen. Wie das dann genau vonstatten geht, schauen wir uns nachher in der Praxis im Chart näher an. Aber damit ihr mal so eine Grundvorstellung habt, so ist ein harmonisches Chartmuster prinzipiell aufgebaut. Ich habe hier das Wort Fibonacci verwendet. Wem sagt denn Fibonacci noch gar nichts? Vielleicht das mal ganz kurz noch abgefragt in die Runde. Hi Alex, grüß dich. Ah, Stefan ist auch mit dabei. Grüß dich. Denk mal, euch sagt Fibonacci was, oder? Okay. Okay, super. Ja, danke fürs Feedback. Also ich möchte Fibonacci hier in dem Rahmen jetzt nicht ausführlich erklären. Im Endeffekt geht es um die Fibonacci-Zahlen und vor allem um die Fibonacci-Verhältnisse, also das Verhältnis der Zahlen untereinander. Aber ich werde dazu, wenn ich schaue gerade rein an das Feedback. Ja, genau. Nach Knickel-Prinzip. Ich werde dazu ein extra Webinar machen, denke ich, um das mal nochmal ausführlicher zu erklären. Aber letzten Endes geht es darum, wie hier die Zahlen hier seht, 0,786 oder 1,272. Das sind Verhältnisse zwischen Fibonacci-Zahlen und das sind ja, harmonische Verhältnisse, die wir überall in der Natur, auch am körperlichen, am Menschen, an den Proportionen, immer wieder auftreten und messen können. Und diese Verhältnisse, die nutzen wir auch, um diese natürlichen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, diese zyklischen Bewegungen auch im Finanzmarkt zu antizipieren. Das klingt jetzt ein bisschen mystisch. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um da ein bisschen Klarheit reinzubringen. Deswegen ist da ein extra Webinar dazu geplant von meiner Seite. Okay, machen wir weiter. Das heißt, modellhaft habe ich dann quasi ja,
meine harmonischen Chartmuster vorliegen. Und jetzt geht es dann darum, genau diese Chartmuster im eigentlichen Preischart, und das ist egal wie, wie wir vorhin gesagt haben, oder egal wo, oder zu identifizieren. Das heißt, egal ob jetzt im DAX oder in der Adidas-Aktie oder im S&P oder im Euro-Dollar oder im Gold, überall treten diese harmonischen Muster auf und liefern uns dort einen nachweisbaren Gewinnvorteil. Gut, damit wären wir jetzt mit Punkt 1 und Punkt 2 durch. Wir haben uns angeschaut, warum macht Sinn, harmonische Muster zu traden, und wir haben uns angeschaut, was sind denn eigentlich harmonische Chartmuster. Im Detail dann nachher im Chart mehr dazu, wie die aufgebaut sind. Und das schauen wir auch im Rahmen an, indem wir uns überlegen, wie können wir diese harmonischen Chartmuster handeln oder traden. Das heißt, das Ziel ist ja generell im Markt, in der Analyse erstmal vorneweg, Umkehrzonen zu identifizieren, um dort dann von der Preisbewegung zu profitieren. Weil das ist das zentrale Thema. Ich brauche, um mit Spekulationen oder mit Trading Geld zu verdienen, brauche ich Bewegung im Markt. Und Ziel ist es ja immer, diese Bewegung zu identifizieren. Wo kann eine Bewegung entstehen und wie kann ich von dieser Bewegung profitieren? Das ist immer die große zentrale Frage. Ja? Und harmonische Chartmuster liefern uns da ganz klaren Vorteilen. Wo jetzt in diesem ganzen Analyseprozess, den ich auch schon letztes und vorletztes Mal ausführlicher vorgestellt habe, wo die anzusiedeln sind, schauen wir uns im Folgenden nochmal an. Dazu gehen wir nochmal diesen IPEA, also fast wie IKEA-Prozess durch, den ich wirklich tagtäglich immer wieder durchmache, um genau diese hochprofitablen Trading-Chancen und Trading-Gelegenheiten am Markt zu identifizieren. Das ist schon das gute Stichwort, identifizieren. Das heißt, ich springe erstmal rein und schaue mir übergeordnet in einem Tageschart, in einem Wochenchart Trend, Widerstandslinien oder Widerstandszonen und Unterstützungszonen an. Die versuche ich ganz klar in den Chart einzutragen, zu markieren. Und ausgehend von diesem Trend und von diesen Widerstands- und Unterstützungszonen geht es dann in die Prognose rein, wo ich mir überlege, naja, wahrscheinlich, wohin wird der Markt als nächstes laufen und wie wird er sich dahin bewegen. Und da wirken eben aus Erfahrung und statistisch gesehen diese Preiszonen bzw. diese Unterstützungs- und Widerstandszonen als Preismagnete. Und auch in diesen Bereichen ist es halt höchst oder mehr wahrscheinlich, dass eine Bewegung wieder in die entsprechende Richtung kommt. Also sprich, wenn ich von unten eine Widerstandszone anfahre, dass dort eben ein Verkäufer, der in der Vergangenheit da schon oder mehrere Verkäufer, die dort schon in der Vergangenheit aktiv waren, auch in Zukunft wieder aktiv werden und von dort eine Bewegung, ein Abpraller quasi, wieder nach unten passiert. Gut, daraufhin, wenn ich mir überlegt habe, naja, wo könnte der Preis hinlaufen und wie könnte er da hinlaufen, dann geht es ja darum zu entscheiden, kann ich in dem Markt aktiv werden und wie kann ich aktiv werden. Und genau an diesem Punkt, also ich habe jetzt Trend identifiziert, Widerstandsunterstützungszonen identifiziert, mir überlegt, wo könnte der Markt womöglich hinlaufen. Und dann entscheide ich, kann ich aktiv werden. Und das ist bei mir auf Basis von den harmonischen Mustern, von einem Trading-System, das ich um die harmonischen Muster herum weiterentwickelt habe. Und weil ich eben weiß, zusätzlich zur Unterstützungs- und Widerstandszone und zum Trend, den ich als Rückenwind nutze, habe ich nochmal einen zusätzlichen Gewinnvorteil, ganz klar messbar durch diese harmonischen Muster. Und wenn jetzt Widerstandszonen oder Unterstützungszonen mit potenziellen Umkehrzonen aus den harmonischen Mustern zusammentreffen, dann habe ich halt einfach eine Summe von Indizien, die mir anzeigen, oh, okay, da könnte Bewegung reinkommen in folgende Richtung. Und genau dort, an dieser Stelle, setze ich harmonische Muster ein, um einen weiteren Gewinnvorteil
zu verschaffen. Und wie vorhin schon erwähnt, der Benefit ist von diesen harmonischen Mustern, dass sie mir anhand von einem klaren Regelwerk vorgeben, wo ich einsteige und wo ich aussteige, wo ich meinen Stop-Loss quasi setzen muss und wo ich meine Gewinnziele 1 und 2 setzen muss. Und wie ich genau aussteige, also wann ich meinen Stop-Loss nachziehe, das ganze Trade-Management wird klar definiert durch die harmonischen Muster. Und damit schaffen diese harmonischen Muster einfach einen reproduzierbaren Rahmen, Trading-Rahmen. Und das heißt, nicht nur einer kann davon profitieren, sondern auch ihr könnt davon profitieren. So, nun das zur Theorie. Springen wir rein in die Praxis. Da erstmal vorneweg. Auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die, die sich jetzt seit letztem Mal für die Trading Community angemeldet haben, für die Freedom Trader Community. Für die, die es noch nicht gemacht haben, ich kann es euch nur ans Herz legen und empfehlen, weil nicht nur wenn da von allen Richtungen Fragen beantwortet, die ihr habt zum Thema Trading und auch Trading View zum Beispiel, sondern es werden auch rege Trading-Ideen ausgetauscht und ich möchte auch an dieser Stelle einfach, auch wenn er heute nicht dabei sein kann, ein Cervantes nochmal hervorheben und auch mich bei ihm bedanken für seine tolle Trading-Idee, die er da reingestellt hat. Und zwar war das eben genau die hier. Ich weiß, ich ziehe es mal ein bisschen größer. Im Pfund japanischen Yen. Ganz kurz, genau. Ja, genau, die hat er rausgearbeitet, hat sie reingestellt, zeitnah. Und ja, einige von unserer Freedom Trader Community haben auch davon profitieren können dementsprechend. Und war ein toller Trade, wo dann letzten Endes hier Gewinnziel 1 erreicht worden ist. Und, und dann letzten Endes sogar, wie man hier sieht, das Gewinnziel 2 erreicht worden ist. Und in Summe waren es sage und schreibe 360 Pips. Und ja, auch an dieser Stelle nochmal super vielen Dank für das Reinstellen, für den Austausch. Und wie ihr seht, jeder hat was davon. Und ja, nach dem Motto, Teamwork makes our dream work. Okay, alles klar. Stimmt, ich muss hier umstellen. Jetzt dürfte es passen, oder? Na, wunderbar. Naja, ihr seht, auch hier ist es gut warm. vielleicht nur mal kurz zusammengefasst, auch ihr habt ja einen Tonabzeiger gehabt. Das war die Trading-Idee von einem Mitglied von der Freedom Trader Community, der sie reingestellt hat, zeitnah. Und wie ihr seht, beide Gewinnziele aufgegangen und in Summe dann 360 Pips Gewinn. Also von dem her nochmal ein herzliches Dankeschön. Und es sind mehrere, die da kräftig mit Trading-Ideen die Trading-Ideen liefern. Und ja, es macht einfach nur Spaß, weil mehrere Augen sehen einfach mehr. Und wenn man sich da gegenseitig unterstützt und Trading-Ideen findet, umso besser. Also vielleicht auch als Anreiz für die, die noch nicht mit dabei sind, ist völlig kostenfrei, meldet euch an und ich würde mich freuen, euch in der Community begrüßen zu dürfen. Gut, dann ziehen wir das raus. So, jetzt da, wo haben wir die Charts? Hier sind wir. Perfekt. So, jetzt frage ich, könnt ihr die Charts sehen oder die Chartübersicht? Perfekt, klasse. Okay, wunderbar. Danke fürs Feedback. Ja, auch heute wieder eine Trading-Idee mitgebracht, aber fangen wir an. Und ich möchte hier nochmal aufzeigen in einem Tageschart. Also ich habe hier, seht ihr einen Chart vom australischen Dollar, kanadischen Dollar. Und wie vorhin jetzt vorgestellt, dieser IPEA-Prozess, also Identifikation oder Identifizieren, Prognose, Entscheiden und Ausführen.
Und den möchte ich nochmal in der Praxis jetzt durchmachen und dort die harmonischen und das harmonische Muster mit einbauen, wie es jetzt von mir gefunden worden ist, wie es konstruiert ist, wie man es messen kann und wie man es dementsprechend bestimmen kann. Aber erster Schritt, fangen wir von Anfang an, ist die Trendidentifikation. Dazu nehme ich jetzt hier diesen Chart vom Australdollar, kanadischen Dollar. Und ich habe das schon ein bisschen vorgearbeitet und reingeschrieben. Also wir gehen nochmal kurz durch. Wir starten hier unten Anfang 2017 mit einem Anfangstief, hatten dann eine schöne Bewegung mit einem Strukturhoch. Ausgehend von diesem Hoch hat man eine Korrektur und von dieser Korrektur, die ein höheres Tief gebildet hat, ist eine neue Bewegung gestartet über das letzte Strukturhoch hinweg zu einem neuen Strukturhoch. Ja. Gut, dann haben wir wieder korrigiert bis hier runter mit einem höheren Tief. Haben wir dann eine neue Bewegung gestartet nach oben und haben dann hier es nicht geschafft, über dem letzten Strukturhoch einen neuen Schlusskurs zu generieren, also sprich ein neues Strukturhoch zu machen. Bezeichnet man auch als Doppeltop, als Doppelhoch auch und sind von hier aus wieder nach unten korrigiert vom Preis her. Dann wunderbar. Wohin? Nämlich auf das letzte, in dem Preisbereich von dem letzten höheren Tief. Auch hier konnten wir nicht unter dem letzten höheren Tief schließen. Und somit ist von der Trendbestimmungsseite her klar festzuhalten, wir haben von Anfang 2017 bis Ende März einen ganz kleinen Aufwärtstrend und der jetzt übergegangen ist in eine Seitwärtskonsolidierung, in einen Seitwärtstrend. Da haben wir ja gelernt, dass der eben immer gegeben ist, wenn es keine neuen Strukturhochs gibt und auch hier keine neuen Tiefs gibt. Also der pendelt dann seitwärts in diesem Preisbereich. Als nächsten Schritt habe ich dann Unterstützungs- und Widerstandszonen bestimmt. Zunächst mal ganz offensichtlich hier oben die Widerstandszone mit dem Doppeltop. Dann hier zwischendrin eine Widerstandszone jetzt in dem Fall. Und Widerstands- und Unterstützungszonen oder bestimmt man immer dann oder man schaut sie oder ich schaue mir da immer an, was sind denn so markante Preislevels im Chart, wo oft der Preis abgeprallt ist in beide Richtungen. Und das ist hier so ein Preislevel bei der 101,30 in rum, wo man auch hier mit den Pfeilen sieht, hier war Unterstützung, hier war Unterstützung, hier war eine Unterstützung, hier war es dann Widerstand, dann wurde es durchbrochen, wir haben oben das hoch getestet, kam dann wieder runter. Auch hier an der Kerze sieht man, dem Tag war hier Unterstützung und was wir dann gebrochen haben, nach unten, haben dann versucht, wieder haben diese Unterstützung, also ehemals Unterstützung, jetzt Widerstand von unten getestet, paar Mal angetestet, konnten nie drüber schließen, die ganzen Tage hier nicht. Und dann sind wir tiefer gelaufen auf das Preislevel von dem letzten höheren Tief. Dort kamen wieder Käufer in den Markt. Die haben den Preis dort als billig empfunden, haben größere Positionen aufgebaut und mit diesem Kaufen ist dann wieder der Preis nach oben gelaufen. Einmal noch an dem Tag hier an dem alten Widerstand quasi abgeprallt, aber am nächsten Tag nach oben durchstoßen. Aber dann auch ist diese Dynamik, ich zoome da mal ein bisschen rein, hat diese Dynamik abgenommen. Und wir sind wieder unter dieses Level gefallen, um jetzt dann nochmal ein paar Mal dieses Tief hier, das letzte Tief hier zu testen. Wenn man es jetzt uns hier anschaut, mal grün. So, wir haben jetzt hier wurde es getestet.
An dem Tag wurde es getestet. Und auch heute ist es wieder getestet worden. So. Und nachdem ich jetzt da das festgehalten habe, und jetzt in dem Bereich eine Prognose erstellen sollte, naja, zeigt es mir an, dass es, nachdem das Widerstandslevel, das Level hier oben gebrochen ist, dass wir das getestet haben. Und hier ist es halt so, entweder wir testen das Widerstandslevel hier oben wieder oder wir laufen wieder runter und testen die Unterstützung. In beiden Fällen kann ich mir überlegen, wenn das passiert, wie kann ich aktiv werden? Und wenn das andere passiert, wie jetzt in dem Fall, wenn die Unterstützung getestet wird, wie kann ich aktiv werden? Also brauche ich eine Trading-Strategie dahinter, die ich im Petto habe. Und jetzt geht es darum, die Frage zu beantworten in einem niedrigeren Zeitfenster oder Zeitrahmen. Wir sind hier im Tageschart, also sprich untergeordnet zum Beispiel. Der nächste Sprung ist bei mir dann der 240-Minuten-Chart. Ja. Wie kann ich jetzt dort aktiv werden, wenn ich sage, okay, ich gehe davon aus, dass das Unterstützungslevel nochmal getestet wird, aber dann dort wieder potenziell die Käufer in den Markt kommen, die den Preis dann wieder nach oben manövrieren. Und davon möchte ich profitieren. Also ich antizipiere quasi hier in dem Bereich von der letzten Unterstützung ein Bewegungspotenzial. Also Käufer kommen wieder in den Markt und bewegen durch das Kaufen den Preis nach oben. Und davon möchte ich profitieren. Und zwar mit Gewinnvorteil, statistisch gesehen. Also suche ich ein harmonisches Muster an dieser Stelle. Und ich zoome da jetzt einfach mal rein. Und schau mir an, ob ich an dieser Stelle aktiv werden kann. Das heißt, ich brauche 5 Punkte, die ich identifizieren muss, die ich rausmessen muss. Ich brauche als allererstes einen Startpunkt, eine impulsive Bewegung, die mit Punkt X startet. Und diese impulsive Bewegung sehe ich hier von dem letzten Unterstützungspunkt hinweg, wo wir diesen Impuls, die impulsive Bewegung nach oben hatten. Das ist für mich dieser Anfangspunkt oder die Anfangsstrecke XA. Das heißt, ich markiere das hier mal. So. Das ist für mich ganz klar XA. So, von dort aus haben wir hier eine Korrektur gesehen. Mal einen Pfeil dahinter. So, und jetzt geht es darum, diese Korrektur mit einem potenziellen Punkt B zu messen. Ja? Wie messe ich die? Weil wie tief oder wie groß die Strecke von A nach B ist, hängt davon ab, welches Muster ich oder welches Muster identifiziert wird. Wie vorhin schon erwähnt, diese Muster haben ganz präzise Messregeln, wie die zusammen oder wie die aufgebaut sind, wie die gemessen werden. Und wie ich sie messe, das mache ich hier bei TradingView mit den Fibonacci. Mit dem Fibonacci-Tool. Das heißt, dort kann ich diese Strecke XA messen und mir diese Verhältnisse, diese Fibonacci-Zahlen oder Verhältnisse anzeigen lassen. Also hier grün, die erste Linie wäre das 38,2er Retracement, sagt man auch. Oder 38% oder 38,2% von der Strecke XA ist hier. Hier unten ist genau die Hälfte von der Preisstrecke XA. Dann das nächste Retracement Level ist das 61,8er. Oder hier befindet sich 61,8% der Strecke XA. Dann darunter 78,6. Und darunter 88,6. Wie diese Verhältnisse bestimmt werden, das dann ausführlicher
in einem Fibonacci-Webinar. Da zeige ich das dann ausführlicher auf. So. Gut, soweit verstanden. Kurzes Feedback vielleicht von euch. Gut, super, klasse. Noch alle mit dabei. Genau. Und jetzt sehe ich halt, dass dieser Punkt B hier, na, das wollte ich nicht. So, dass dieser Punkt B hier unten ist, weil das die tiefste Strecke ist hier runter, ja? Genau. So, das heißt, ich kann Punkt B hier einzeichnen. Und wie vorhin schon gesagt, der Punkt B trifft jetzt hier das 50% Retracement. Und das ist wichtig festzuhalten. Er trifft nicht das 38. Das trifft er auch, aber er geht darüber hin oder dadurch und dreht an dem 50er Retracement. Er berührt nicht das 61,8% Retracement. Das ist deswegen wichtig, weil das potenziell wiederum ein anderes harmonisches Chartmuster wäre. Deswegen ist wichtig, wo genau Punkt B oder wo die Bewegung AB dreht. Also habe ich hier Punkt B und von Punkt B aus geht die nächste Bewegung nach oben auf dieses Level hier. Ja, das ist das Hoch hier oben. Das heißt, ich kann mal hier potenziell schon mal Punkt C eintragen. So, ob es ein Punkt C nach harmonischen Musterregeln ist, das weiß ich erst dann, wenn Punkt B hier unten nach unten durchbrochen wird. Was soll das heißen? Das heißt im Endeffekt folgendes. Auch hier C bestimme ich durch die Strecke AB und deren Fibonacci-Retracements. Ich zeichne die jetzt hier mal ein und nehme gleichzeitig die anderen mal raus. So, und hier sehe ich, ich zoome da auch mal rein, dass ihr das besser seht. Auch hier sehe ich, der höchste Punkt ist hier oben. Und ich habe keinen Schlusskurs über Punkt A. Das ist wichtig, weil es ist zum Beispiel, zumindest mal zum Beispiel schon eine Regel, wo dann auch automatisch hier schon ein potenzielles Muster nicht erfüllt wäre und ungültig wäre, weil ja für ein gültiges Muster muss C jetzt in dem Fall darf das nicht über A drüber. In dem Fall ist es gegeben, das ist das Hoch von C ist unter dem Punkt A. Von dem her ist alles in Ordnung. So, und wenn ich jetzt XAB habe, dann mache ich das immer so, um das besser zu markieren und so werden die harmonischen Muster auch markiert. Ich zeichne hier schon mal das erste Dreieck ein und halte es fest. So, und jetzt da geht es darum, den Punkt D einen potenziellen Punkt D zu bestimmen. Und dieser Punkt D liegt immer unter, in dem Fall, weil es ein bullisches harmonisches Muster ist, unter Punkt B. Naja, also ich zeichne das jetzt hier mal auch mit einem Pfeil ein. Na, er will nicht. Also dieses Level muss unterschritten werden von Punkt B, was es hier auch tut, wo wir dann ausgehen können und sagen, ah, okay. Jetzt hier unten haben wir einen Punkt D, einen potenziellen. Und jetzt geht es darum, wie bestimmen wir den? In dem Fall weiß ich, und diejenigen, die sich schon mehr mit harmonischen Mustern auskennen, dass wenn der Punkt B hier beim 50er Retracement dreht
und C nicht über A schließt, beziehungsweise drüber geht, dann habe ich ein potenzielles Bad Pattern oder Bad Muster. Und dieses Bad Muster wird hier unten auf der 88.6 komplettiert. Das heißt, in dem Fall seht ihr, dieses Muster ist aktuell komplettiert. Jetzt zu den BC. Ich nehme das hier mal raus, damit das mehr Klarheit schafft. Was fällt denn da noch alles zusammen? Und jetzt geht es darum, gibt es noch mehr Indizien, die den Punkt D hier unten, und ich male den auch mal ein, oder zeichne den ein. Die den Punkt D da unten bestätigen. Also zum einen finde ich es halt sehr attraktiv, dort hier, und ich bin da auch aktuell drin, wie noch ein paar andere, wie ich weiß, dort hier einzusteigen und zu kaufen. Warum? Weil ich eben das letzte, diese grüne Unterstützungslinie im, ja, als Rückenwind habe, wo ich weiß, in der Vergangenheit sind da, wurden da größere Käufer aktiv. Und das war ja unsere Überlegung. Also wenn wir diese Bewegung nach unten machen, um diese Unterstützung nochmal zu testen, wo kann ich genau kaufen und aktiv werden mit Gewinnvorteil, um von einer antizipierten Preisbewegung aus diesem Muster raus nach oben, nehmen wir mal eine andere Farbe, zu profitieren. Und das ist eben bei der Vervollständigung von diesem harmonischen Muster hier unten. Jetzt nochmal kurz zurück. Ich habe das in der modellhaften Darstellung ja mal aufgeführt, dass auch dass BC-Projektionen eine Rolle spielen zur Identifikation oder zu einer Bestätigung von Punkt D in dem Muster. Und das sind nichts anderes Dinge, wie ich jetzt da innerhalb von einer Strecke, wie wir es hier gemacht haben, von XA, diese Fibonacci, ja, Korrekturebenen einzeichnen kann, so kann ich mir auch diese Fibonacci Extensions oder Verlängerungen einzeichnen. Das heißt, ich habe BC als Strecke gesehen, die hat eine gewisse Länge und die kann ich jetzt nicht nur innerhalb BC unterteilen, sondern ich kann diese BC-Strecke auch mit diesen Verhältnissen verlängern. Das heißt, ich habe hier ein Tool, ein Messtool, da kann ich B oder C bemessen und kann dort antragen, diese Verlängerungen. So, ich habe mal alle eingezeichnet, also 100%, wie nichts verwunderlich ist, ist genau die Strecke CB. 127,2% ist die Strecke CB mal 1,272. Da würden wir hier lang rauskommen. Und hier unten das Level ist die Strecke CB mal 1,618. So, und wie ihr hier seht, ist diese BC-Projektion und dieses 88.6er Retracement von XA, fallen die in den Preisbereich, der sehr nah beieinander ist, innerhalb von wenigen Pips. Zugleich ist eben das letzte Unterstützungslevel nicht weit weg. Und all das gibt mir zu dem harmonischen Muster nochmal einen Vorteil, sind Indizien, dass eine Bewegung nach oben von dort aus kommen könnte. Ob es in diesem Fall so eintrifft, weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, wenn ich 200 Mal genau diese Situation habe und 200 Mal an dieser Stelle kaufe, über 200 Trades in Summe unterm Strich, verdiene ich damit Geld. Das ist die Kernaussage von dem harmonischen Muster Trading System. Warum?
Können wir auch nochmal mit hier einbauen. Dann haben wir alles mit in den Chart mit integriert, weil ich hier an dieser Stelle klar definiert habe. Naja, ich gehe hier rein. Ich stelle es immer mit diesen, auch mit diesem Tool kann man es ganz gut ausrechnen. Hier ist mein Einstieg. Rot dargestellt ist mein Stopp. Auch der ist klar definiert anhand der harmonischen Muster, wo genau der sein soll. Und jetzt haben wir noch nicht die Gewinnziele. Wo steige ich jetzt aus? Die müssen wir noch bestimmen. Das ist wichtig. Um die zu bestimmen, ich nehme jetzt gerade mal das hier raus, weil die brauchen wir nicht, die zwei. Ich lasse es unten mit drin. So, um die zu bestimmen, nehme ich Folgendes. Ich nehme A und ich nehme AD. Und ich habe das hier schon voreingestellt. Habe hier dann meine Gewinnziele. Das ist einmal das 38,2 Retracement von AD und einmal das 61,8 Retracement von AD. Genau. Also habe ich hier eine Teilposition, die ich hier oben im Gewinn schließen würde. Und hier eine Teilposition, die ich auf diesem Level schließen würde. Übergeordnet haben wir gesagt, wir sind im Seitwärtstrend. Das heißt, ich habe hier keine erweiterten Ziele. Und deswegen, auch da gibt es eine ganz klare Regel dafür. Das heißt, hier sind meine zwei Gewinnziele. Und hier unten, ich mache das mal noch, schrift es doch. Genau, dann kann es jeder besser nachvollziehen. Das heißt im Klartext, hier könnte man einsteigen oder die harmonische Musterhandel sind da eingestiegen mit dem Ziel 1 hier oben und mit dem Ziel 2 auf diesem Level hier. Und so sind auch genau diese Signale, diese Handelssignale tagtäglich aufgebaut, die ich denjenigen, die mir über die Schulter schauen wollen, eben ins E-Mail-Postfach oder eben auch in der Community zur Verfügung stellen. Die kriegen es dann aufs Handy gepusht. Und hier unten ist das Risiko. So. Und was man hier einfach sieht, ja, das rote Rechteck im Vergleich zum grünen Rechteck ist kleiner. Und das gibt mir das Chance-Risiko-Verhältnis an. Mit dem Tool hier sehe ich ganz genau, für die erste Teilposition habe ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,41, Haken dahinter. Und für die zweite Teilposition habe ich ein Chance-Risiko von 2,25. Also insgesamt deutlich über 1. Das sind dann 3, ich glaube 1,74 waren es oder so. Der Stop-Loss ist definiert. Wolfgang fragt, wie der Stop-Loss, wie das Risiko definiert ist. Das ist ein Prozents, also eine Verlängerung von der Strecke XA. In dem Fall sind es 113%. Aber wichtig ist, weil ich mache es halt für diejenigen, es ist am einfachsten zu vollziehen, aber eigentlich ist das Ganze volatilitätsabhängig oder bestimmt bei mir. Ja. Also angepasst an die Volatilität, an die Schwankungsbreite des Marktes. Und da passt die 113 eigentlich immer recht gut. Genau. So, also wir haben von dem Muster her, aus den statistischen Ergebnissen her, haben wir eine Trefferquote von über 50%. Und wir haben ein Chance-Risiko-Verhältnis, in dem Fall von 1,74 oder 1,2, ich muss gerade nachschauen, 1,7. Schauen wir mal kurz. 1,74, genau. Und ja, somit haben wir eine fixfertige Trading-Gelegenheit, ein Trading-Signal. Und können das dann in die Trader-Workstation eingeben. Und jeder, der den Videokurs schon gesehen hat, beziehungsweise die letzten Videos gesehen hat oder in den letzten Webinaren dabei war, der weiß auch Schritt für Schritt, wie er die Trader Workstation so einstellen kann, dass er so ein Signal innerhalb von ein paar Minuten eingegeben hat und dann auf Aktivieren geht und dann läuft es automatisch durch. Und das ist schon der Riesenvorteil, also anhand von diesem ganzen Trading-System, dass ihr
einmal das Signal so von mir weitergegeben, bei euch eingegeben, aktiviert und dann läuft es automatisch durch. Gut. Gibt es dazu Fragen? Wird Punkt C wird immer von AB aus berechnet. Genau. Punkt C wird immer von AB definiert, ja. Ah, cool. Ich hole das gerade mal mit rein. Genau, Punkt C hat mit XA in dem Fall jetzt nichts zu tun. Nee. Wie du an meine Signale kommst, okay. Ja, am besten auf Trading for Freedom vorbeischauen. Warte mal, schau. Also ich stelle es mal kurz hier rein. www.tradingfreedom.com und dann sieht es dann hier im Endeffekt, ich denke, jeder kann es soweit sehen. Genau, dann habt ihr die Startseite und unter Service und Premium Forex Trading Signale könnt ihr dann entsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, die auch für einen, also 14 Tage lang zu testen für 1 Euro, völlig unverbindlich, könnt ihr jederzeit kündigen, habt ihr also damit kein Risiko, füllt einfach nur damit aus, hier dieses Formular aus und dann könnt ihr entweder über Karte oder über PayPal das Ganze unverbindlich testen für 14 Tage. Da seht ihr, kommt ihr damit klar, kommt ihr damit nicht klar. Für viele habe ich jetzt gemerkt, ist es erstmal eine Herausforderung, dieses System dann auch so einfach in der TWS ausführen zu lassen, dass einmal eingegeben, das automatisch durchläuft. Das heißt, ihr die Condition Order, die Adjusted Stop Order und die Bracket Orders und so weiter erfolgreich nutzt. Aber dafür habe ich jetzt auch den Videokurs fertig. Da könnt ihr euch das nochmal ausführlich zu Gemüte führen, auch Schritt für Schritt in eurem Tempo. Das heißt, hier sind die ganzen Videos in der richtigen Reihenfolge übersichtlich zu haben und anzuschauen. Hier könnt ihr das Ganze starten und und könnt euch dann diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen anschauen und dann parallel das entsprechend in der Trader Workstation einstellen. Wie ihr dahin kommt, auch den gibt's komplett oder völlig kostenfrei. Dafür einfach am einfachsten nur kostenfreies Mitglied werden. Und das geht am einfachsten, indem man hier oben auf kostenfrei starten drückt und euch da mit Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse und Passwort anmeldet. Da findet ihr auch den kostenfreien Zugang zur Trading Community, zur Freedom Trading Community und werdet über weitere Webinare, Videos und so weiter informiert. Also habt nur zu gewinnen, was das Ganze angeht. Gibt es sonst noch Fragen? Okay, Frank, freut mich. Super. Gut. Stefan hat keine Fragen, okay. Also wie gesagt, zu heiß dafür. Wir haben auch 20 Uhr. Wenn es
in dem Sinn keine Fragen mehr gibt, dann würde ich das Webinar an dieser Stelle beenden. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben uns angeschaut, warum harmonische Muster traden sinnvoll ist. Wir haben uns auch klar gemacht, vor Augen gehalten, wie dieser Gewinnvorteil eben aus diesem harmonischen Muster-Trading-System zustande kommt und dass es einfach nur Sinn macht, mit diesem Gewinnvorteil zu handeln am Markt und nur dann aktiv zu werden, wenn man auch wirklich diesen Gewinnvorteil hat. Der Kurs ist in Arbeit, Christoph. Also ich mache das bis jetzt immer nur exklusiv, also Kurs in dem Sinn jetzt dafür als Videokurs online. Der ist in Arbeit. Ich habe das bis jetzt immer nur im One-to-One-Coaching oder Mentoring gemacht, was die harmonischen Muster angeht. Aber ist in Arbeit. Wenn du daran Interesse hast, schick mir doch einfach eine E-Mail und wir können uns dann mal dazu mal telefonieren oder ja, austauschen. Okay, cool. Ja, einfach schick mir eine E-Mail, dann machen wir einen Termin aus und dann telefonieren wir und dann unterhalten wir uns drüber. Klar, Otfried, das Video gibt es zum Ansehen. Ja, Dankeschön. Gibt es zu Trading View noch Fragen? Da gab es auch einige E-Mail-Rückmeldungen die letzte Woche. Wer von euch hat ein Trading View schon mal getestet oder wer nutzt denn von euch Trading View? Wenn ich fragen darf. Okay, Otfried ist neu dabei. Also für alle, die sich es mal anschauen möchten, ich finde es eine super, super coole Plattform. Ich habe mal einen Link dazu reingestellt. Gibt da alle möglichen, auch kostenfreie Mitgliedsmodelle. Und der riesen Vorteil ist einfach, man hat seine Charts immer aktuell überall mit dabei, egal jetzt auf Laptop, Computer oder egal an welchem Rechner man auch sitzt. Einfach nur Browser aufmachen, sich einloggen und man hat von jedem Rechner aus seine aktuellen Charts. Das ist für mich eine riesen Erleichterung. Und ich denke auch, was ich schon als Feedback bekommen habe, dass gerade die Leute jetzt in der Arbeit sind oder in der Mittagspause mal ihre Charts anschauen wollen, nach harmonischen Mustern suchen wollen oder egal, was sie für eine Trading-Strategie fahren, sie können einfach sich die Märkte anschauen, analysieren und verfolgen. Und egal, was ich eintrage und wo ich es eintrage, wenn ich es dann wieder von zu Hause aus aufmache, habe ich die am Mittag eingetragenen Signale bzw. Analysen mit drin. Und das war ja immer so das Thema auch mit, ich habe bis jetzt immer mit NinjaTrader gearbeitet. Ich habe immer über eine Dropbox oder über einen Server mit Synchronisieren arbeiten müssen. Und das war, ja, dann hat das mal nicht funktioniert. Und so ist es jetzt viel einfacher. Auch von den Messwerkzeugen, von den Analyse-Tools her finde ich super. Kann's nur empfehlen. Okay, die Fibonacci-Retracements. Also das eigentliche Fibonacci-Tool oder die Tools gibt es ja links am Rand. Seht ihr das hier? Ich fahre da mal mit dem Cursor drüber. Okay. Und hier oben gibt es an dritter Stelle gibt es die Tool-Kategorie und in dieser Tool-Kategorie gibt es die Fibonacci-Retracements. Und wenn du die oft brauchst, Otfried, dann würde ich dir empfehlen, da gibt es hier rechts, siehst du das, gibt es immer die Möglichkeit, die mit so einem Stern zu versehen. Und wenn du sie mit einem Stern versiehst, dann hast du die hier oben drin, über deinem Chart, als Tools, die du oft brauchst. Das heißt, ich klicke dann immer hier drauf und ziehe dann quasi das Fibonacci hier auf. Ich mache das mal hier oben. Ich mache das mal ausführlicher. Scrollen wir da raus, aber einen blanken Bereich hier. Genau.
So, jetzt. Also ich habe Punkt X, Punkt A zum Beispiel hier oben. So, und dann kann ich hier auch Doppelklick draufklicken und habe dann hier meine Einstellmöglichkeiten. Kann hier meine Fibonacci Retracements auswählen, die ich eben angezeigt haben möchte. Du siehst schon, es werden mehr angezeigt. Ich kann auch Erweiterungen eintragen oder Verlängerungen eintragen. All das kann ich hier bestimmen. Ich kann bestimmen, wie die Trendlinie ausschauen soll, ob die gepunktet oder so sein soll, ob die, wie stark die Linien sein sollen, was für eine Farbe die Linien haben sollen, ob ich sie jetzt da wie hier grün oder vielleicht mache ich sie gelb. Hier kann ich die Farben ändern. Ja, also ein bisschen rumspielen, was einem da am angenehmsten ist. Ne, die Null habe ich nicht eingetragen. Ne, spielt für meine Analysen keine Rolle. Aber man könnte jetzt da auch einen Haken setzen, ja. Wie die genau angesetzt wird, auch eine gute Frage. Sag ich dir gern. Und zwar gibt es hier, siehst du dieses Hufeisen, diesen Magnetmodus, wo ich aktuell mit dem Cursor drauf bin? Genau. Und in diesem Magnetmodus, jetzt scrolle ich doch wieder runter und nehme jetzt mal eine andere Stelle am Chart. Mit diesem Magnetmodus findet der automatisch hier oben am Hoch das wirkliche Hoch. Und hier lockt er automatisch ein diesen Docht, das Dochtende von dem Tief hier. Ja? Wenn ich dieses ausschalte, den Magnetmodus, dann kann ich hier oben starten und hier starten, was jetzt für mich ja nicht Sinn macht, also keinen Sinn macht. Und wenn ich es jetzt ohne Magnetmodus genau das Level finden wollen würde, dann müsste ich hier mit dem Cursor, mit dem Fadenkreuz hingehen und es suchen. All das erspare ich mir, indem ich mir den Magnetmodus einschalte, hier über die Kerze fahre. Und es ist wurscht, ob ich jetzt da hier bin. Der lockt es automatisch ein. Einfach über der Kerze, siehst du es? Der lockt es ein in einem gewissen Bereich über der Kerze und startet automatisch am Ende von dem Docht. Okay. Die Null setze ich immer an Hoch- und Tiefpunkten. Also sprich, wenn ich jetzt hier X und A identifiziert habe, dann geht mein Fibonacci, meine Messung von X und zu A. Okay. Gut, sonst noch Fragen? Ja, dann würde ich das Webinar beenden. Ich würde mich freuen, wenn sich ein paar natürlich für die dazu entschließen sollten, die Trading-Signale zu testen. Bin da auch immer gern mit Rat und Tat greifbar, am besten greifbar über die Trading Community, wie vorhin gezeigt. Und da sind auch nicht nur ich, sondern es sind viele, viele weitere Trader, die euch da gerne unterstützen, auch wenn ihr euch mehr in dieses Thema Pattern Trading oder harmonische Chartmuster Trading reinarbeitet und ihr Fragen habt, ob ihr das Signal oder das Pattern richtig erkannt habt. Es kennen sich schon ein paar richtig gut aus in der Community. Und die geben euch dann auch bereitwillig natürlich und umgehend Feedback dazu. Ich bedanke mich auch. Und okay, Alex, bedanke mich, dass ihr alle mit dabei wart. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Und ja, hoffentlich bis nächsten Donnerstag. Infos dazu gibt es dann wieder Anfang nächste Woche. Zum nächsten Webinar. Ich freue mich bis dahin. Macht es gut.